Gedanken oder zu versuchen, unsere Gedanken, diese Abcheck- und Sortiergedanken in eine Interaktion zu übersetzen, in den Raum zu übersetzen, das ist was, was wir als Zoo Pascal eigentlich häufig machen, dass wir sagen, wir nehmen virtuelle Prozesse, können digitale sein, aber auch ein rein theoretischer und versuchen die irgendwie in den Raum zu bringen, irgendwie eine Art Übersetzung ins Theater, in den Bühnenraum, in eine Art von Interaktion zwischen Menschen zu bringen. Und dafür genau ist Algorithmen ein gutes Beispiel. Wie der Titel schon sagt, wir haben uns für das Stück das Thema Algorithmen vorgenommen. Es war damals, als wir anfingen, das zu machen, 2013, aber eigentlich auch jetzt noch in aller Munde. Man spricht ja von der neuen Weltsprache, es gab 1000 Artikel darüber gemeint. Das ist erstmal ist ja ein Algorithmus eigentlich eher einfach nur eine Lösungsvorschrift für ein Problem. Auch ein Kochrezept kann ein Algorithmus sein. Aber eigentlich, wenn man es benutzt, meint man ja Computeralgorithmen, also die Rechenprogramme, die bei Google oder Amazon oder überall ja eigentlich im Verborgenen in unseren Computern und Smartphones ablaufen, uns Freundschaften vorschlagen, Bücher vorschlagen, Leuten empfehlen, ob wir uns jetzt versichern dürfen oder nicht. Also irgendwie auf irgendeine Weise schon unseren Alltag und unser Leben mitbestimmen. Und zu dem Thema wollten wir eine Theaterproduktion machen. Jetzt muss man wissen, wir heißen zwar Turbo Pascal nach einer alten Programmiersprache, sind aber wirklich alle Kulturwissenschaftler, Theaterpraktiker, also überhaupt keine Computerexperten. Haben selber so ein bisschen davor gestanden, dass, irgendwie interessant, aber angefangen mit Sendung mit der Maus Videos, uns das nochmal zu vergegenwärtigen oder auch im Raum dann in den ersten Übersetzungsversuchen auf die Bühne so Bubble-Sort-Verfahren selber mit uns durchgespielt oder Entscheidungsräume auf den Boden geklebt. Und haben uns also überhaupt nicht aus so einer Expertensicht dem Thema genähert, sondern mit einem total fragenden, getrieben von dem Wunsch, selber zu begreifen, was das jetzt eigentlich ist, diese Algorithmen, die uns scheinbar ja total bestimmen und so, eigentlich das für uns selber greifbar zu machen. Und das ist hier wichtig, glaube ich, zu wissen, also was ist alles, was Turbo Pascal macht und wie wir vor unseren Themen, Projekten stehen, ist eigentlich immer eine total fragende, forschende Haltung. Also es gibt eigentlich selten das Gefühl, wir wissen total Bescheid und wenn wir für was Experten sind, und dann würde ich sagen, ist es tatsächlich fürs Fragenstellen und Sachen wie Fragen abklopfen. Wir haben dann im Proben-Prozess, ich hatte ja schon gesagt, Bubble-Sort-Verfahren, Entscheidungsbäume, Objekte sortieren, also 1000 Sachen ausprobiert, um das alles auch irgendwie zu begreifen, haben uns dann aber immer mehr konzentriert auf einen Vorgang, den wir dann auch für die Theatersituation, aber auch in der Sache am spannendsten fanden, nämlich das Sortieren von Menschen. Und das ist dann eigentlich das, was auch passiert ist in der Vorstellung. Jetzt ist es cool, das ist ein Foto zu sehen. Wir haben in den Raum, der im Grunde in den Filmsälen gar nicht so anders ist als dieser hier in groß, sage ich mal, von der Raumsituation, in den Zuschauerraum eine Schullandschaft gebaut, die so ein bisschen was vom Wartesaal hat. Es waren 200 und wir über 100 mehr als Zuschauer zugelassen wurden. Und da haben sich die Menschen dann beim Reinkommen so platziert, das ging gar nicht anders, sie mussten sich irgendwie beobachten oder angucken. Also so ein bisschen das, was hier jetzt zufällig auch mit den Ledersesseln passiert ist. Und sind dann nach und nach immer mehr so unterschiedliche Sortiervorgänge verwickelt worden. Es fing erstmal an, nur über so LED-Leuchtschriften, dass sie sich so beobachten sollten und überlegen, wer es mir ähnlich ist mit der Sympathischen und so. Und dann kamen aber die Performer und haben angefangen, die Leute nach äußerlichen Kriterien zu sortieren. Also zum Beispiel alle Rothaarigen in eine Reihe zu setzen, oder Leute mit Halstuch, mit Kopfbedeckung. Es gab die Lederjackenfraktion, sind für uns, wir haben ja dann immer in den Proben eigentlich keine Zuschauer, das ist alles pure Theorie. In den Aufführungen war das für uns total toll zu sehen, was für Bilder entstehen plötzlich, wenn man die Menschen nach äußerlichen Kriterien sortiert und gerade auch ein paar so Schülervorstellungen bei Jugendlichen war es einfach super zu sehen, wie Jugendliche, die sich nicht kennen, dann doch in so ähnlich sind in ihrem Bestreben, total individuell auszusehen. Genau, das war dann der erste Sortiervorgang. Es ging dann weiter, das sieht man auf dem nächsten Bild. Nee, genau, das war nochmal ein erster Schritt der Sortierung. Da hat dann auch der Frank, unser anderer Frau, die Margret eingereiht, so ein bisschen in einer Reihe von Mädchen, die ihr vielleicht ähnlich sehen, rothaarige oder so. Und im nächsten Bild sieht man dann einen anderen Sortiervorgang, wo eine Zuschauergruppe, die sich selber als abenteuerlustig
herausgestellt hat, vor den Augen der anderen Zuschauer immer wieder nach wechselnden Kriterien selber sortiert hat. Das war sowas wie Handygröße oder auch die Größe der Hand, man sieht da Plus und Minus auf den beiden Seiten, aber auch Jahreseinkommen, Schulabschlussnote oder sogar Intelligenz. Wir waren vollkommen baff im Laufe des Stückes, auch in anderen Sortiervorgängen, was die Leute alle bereit waren, von sich preiszugeben. Unfassbar. Ging uns auch unter anderem manchmal darum, die Grenze auszutesten, zu gucken, wann steigen die Leute aus, wann machen die da sozusagen, jetzt sortiert euch mal Intelligenz vor den Augen der anderen oder so, ne? Zu gucken, wo ist eigentlich die Hemmschwelle oder wo. Es gab noch andere Sortiervorgänge, nicht auf diesem Show-Moment, sondern wieder im Raum, wo es dann darum ging, aufzustehen, wenn man den Platz zu wechseln, wenn man zum Beispiel Erfahrung mit Schusswaffen hat oder Vorstrafen oder so. Und die Leute haben tatsächlich ganz lange mitgemacht. Wir konnten es nicht fassen, also in einer Theatersituation waren die scheinbar eher, fühlten sich irgendwie so sicher, dass so Datenschutz oder alles, was man sonst immer im Internet ja ein bisschen vorsichtiger ist, war dann die Verlockung, bei diesem Spiel mitzumachen, viel größer als die Angst davor, dass man sich preiszugeben. Oder sie haben uns alle belogen und sind falsch aufgeschrieben. Glauben Sie nicht. Zu dieser Performance zeige ich gleich noch einen Videoausschnitt. Das ist ein Beispiel, wie ich es vorhin schon sagte, für Publikumsinteraktion. Alle unsere Stücke sind in irgendeiner Weise interaktiv. Es ist ja eigentlich so, wenn man jetzt sagt, ich mache interaktives Theater oder willst du heute Abend kommen, dann kommt immer keiner, weil es für alle eigentlich der totale Vollhorror ist. Und man immer denkt, am Ende stehe ich dann auf der Bühne, muss ein Lied singen oder so, das ist super unangenehm. Ich kenne das ehrlich gesagt selber, wenn ich ins Theater gehe, dass ich immer denke, oh, bloß nicht in die erste Reihe oder so. Der Unterschied, oder also bei uns ist es, weswegen ich glaube, dass die Leute letztendlich dann doch immer wiederkommen oder das ganz gerne mögen, dass wir niemals einzelne Personen rausgreifen oder dass es uns auch niemals darum geht, einen individuellen Zuschauer einzubinden, sondern es geht eigentlich immer um das Publikum als Kollektiv. Die ihre Sachen schon den ganzen Tag tragen, die Schwangeren, die Schnurrbartträger, die Krawattenträger zu den Krawattenträgern, die Anzugträger mit den Turnschuhen zu den Anzugträgern mit den Turnschuhen, die Glatzköpfe zu den Glatzköpfen, die Halstuchfrauen zu den Halstuchfrauen, die Jogginghosen und Sportswear-Trägern zu den Jogginghosen und Sportswear-Trägern. Leute in so engen Sachen kommen zu den Leuten in so engen Sachen. Leute in so bunten Sachen kommen zu den Leuten in so bunten Sachen. Das Fischmehl kommt in die Schweine, die Milchschnitte kommt in den Schulranzen, das Blut kommt in die Konserve, das Scheidungskind kommt in den ICE. Bitte alle Menschen, die mit Schusswaffen umgehen können, auf die Plätze 72 bis 76. Schusswaffenkompetenz 72 bis 76. Bitte alle, die ihre IP-Adresse verschleiern oder das Verschlüsselungsverfahren PGP nutzen, auf die Plätze 103 bis 112. Bitte alle Personen mit Aufenthaltsgestattung nach dem Paragraphen 55 des Asylverfahrensgesetzes auf die Plätze 113 bis 120. Bitte alle Personen ohne Gäste. Könnt ihr vielleicht noch eben einen Satz zu der Performance sagen, wie das geendet hat? Worauf liegt es? Oder macht ihr das nicht? Doch, man sich das anschauen. Da wo die Leute gesagt haben, nee, so nicht weiter. Also wir haben das am Ende wirklich eigentlich ausgereizt. Diese Grenze, man hat es in dem Trailer gesehen, es war eigentlich auch die Schlussszene, dass es immer wieder so Ansagen gab, Leute mit Krebs in der Familie, bitte auf die Plätze 100 bis 112 oder sowas. Und diese Fragen, die wurden auch immer ein bisschen schärfer gegen Ende. Und die Leute sind doch immer wieder aufgestanden und haben sich umgesetzt und haben sich positioniert. Also wir haben dann eben die Erfahrung gemacht, dass die Leute wirklich viel preisgeben. Oder einfach in diesem Spiel mitmachen wollen. Vielleicht ist es auch einfach
Ja, bis wir dann auch irgendwann das nicht aufgemacht. Also wir haben dann schon noch so einen Punkt nochmal gesetzt, wann es zu Ende ist. Aber es gab hinterher schon auch, wir haben dann oft auch hinterher Diskussionen oder Publikumsgespräche gemacht. Und es gab auch Leute, die gesagt haben, boah, ich fand das so unangenehm, diese Kategorien, in denen ich da gelandet bin und so. Ich habe das jetzt zwar mitgemacht, aber nicht so gerne und so. Aber es gab auch viele, die gesagt haben, irgendwie macht es Spaß. Also das ist ein bisschen, wir haben immer so das Gefühl, man muss, also man zieht die halt rein mit auch netten Sachen oder so. Führt die so ein bisschen zum Mitmachen und dann kann man die Grenze relativ weit ausdehnen. Muss ich schon erstmal bereit, finde ich, also es fängt ja wirklich damit an, also dass dann zum Beispiel Margret kommt und guckt und sieht, ah, grüner Pulli. Und die Leute sind tatsächlich immer gegangen, die haben sich sortieren lassen, weil ich glaube aber die Situation dann in den Sophienseen mit dem Licht und so, die war auch relativ, also hatte man jetzt auch nicht so das Gefühl, selbst die Jugendlichen haben das alle ganz brav so mitgemacht, sich sortieren lassen. Weil man natürlich schon auch in Beobachtung stand von den anderen und dann irgendwann gecheckt hat, ach, alle werden umgesetzt, dann ist es natürlich auch ganz lustig zu gucken, in welcher Kategorie lande ich jetzt und so. Da gab es eigentlich nie, oder? Nee, ich glaube am Anfang ist es auch wirklich so eine angenehme, nette Atmosphäre. Das hat eher was von so einem Spiel am Anfang. Und gegen Ende kommen dann diese inhaltlichen Verschärfungen erst rein. Es gab sogar, sah man auch in Videos, haben wir Technik-Orakel genannt, wo man doch dann einen Technikexperten, der Georg, wo dann die Performer ja so fragen, kannst du mir eine App programmieren oder ich brauche ein Alarmsystem. Und da ist tatsächlich auch eine Zuschauerin aufgestanden und hat sich auch hingestellt und hat auch ein Problem geschildert und sich dazu Rat geholt. Ja. Also das war jetzt, das haben wir uns immer so als Möglichkeit so gedacht, dass das sein könnte, aber wir haben es jetzt nicht so gebaut, dass auf jeden Fall Leute aufstehen. Also es war eigentlich nicht so, wir haben auch andere Stücke oder Formate, wo es wirklich darum geht, gemeinsam zu reden mit den Leuten, also die so ein bisschen kleiner und lower sind, sag ich mal, wo man richtig gemeinsam mit den Zuschauern ins Nachdenken kommt, gesellige Runde heißt das, Bier trinkt und so ein bisschen inszeniert mit einer Rede. Aber das war jetzt eigentlich schon, da ging es ja wirklich eher um die Leute auch als Nummern, als Datenträger und nicht als Gesprächspartner. Da ging es eher um die Bewegung, also das hat ja auch was Choreografisches, dass die Leute immer in Bewegung gesetzt werden in diesem Raum. Erstmal, die meisten erwarten jetzt nicht ein klassisches Theater, weil das eben schon ein Ort ist, der bekannt ist. Auch dafür, dass da Performance oder auch mal so viel Tanz oder so gemacht wurde. Dann gibt es natürlich schon auch, also Turbo Pascal ist jetzt nicht weltbekannt, aber in Berlin, ich sag mal so in der Szene, wissen dann die meisten schon so ein bisschen, was ist der Ruf alt und voraus. Aber klar, es kommen auch immer mal irgendwoher Eltern, Bekannte oder so, die es dann vielleicht nicht wissen oder so. Ne? Oder halt, auch vielleicht sich noch mal mehr überwinden müssen, den Platz zu wechseln. Aber wir haben jetzt noch nie so Beschwerden gekriegt. Aber wir hatten ja Zeit. Ja, das ist gut. Ja, vielen Dank.